Leute, herzlich willkommen zur Gruppe GTA Online. Sief. Was? Es gibt ein Problem. Was denn? Okay, das wird jetzt eine ziemlich lustige Veranstaltung hier, weil ich kann den Renntyp schon wieder nicht ändern. Nein, bitte nicht. Und es ist eine Rallye. Wieso steht da eigentlich Unknown im Titel? Unknown. Schienenersatzverkehr. Ein Güterzug ist auf der Strecke liegen geblieben. Nun beginnt ein Krieg der Logistik. Welcher Lieferant schafft es am schnellsten, die Waren in den Hafen zu bringen? Na dann. Und das wird eine Rallye. Und das wird jetzt ziemlich unlustig. Ja, das wird ziemlich unlustig. Aber wir können uns ja am Teamspeak so ein bisschen koordinieren. Das ist ja gut. Müssen wir ja. Ja, sonst muss es Ingame machen. Und Ingame ist scheiße. Ich hoffe, ich darf fahren. Okay, ich bin mit Dominik in einem Team. Oh nein, ich bin Fahrer. Nein. Solange ich fahre, lass mich mal Fahrer sein. Das kann ich nicht ändern. Scheiße. Ich kann das aber nicht. Du wirst mir ja wohl sagen können, wo ich langfahren muss. Ey, das ist deine Strecke. Du weißt ja, wo es lang geht. Ja, eigentlich schon. Einfach. Sag mir aber, wenn ich falsch fahre, ja? Bleib einfach auf den Schienen, du Blödmann. Henry, ich verlasse mich auf dich. Ja, ja. Ey, bleib doch einfach auf den Schienen, ey, und alles ist gut. Ja, ich würde sagen, auf den Schienen bleiben. Ja, ehrlich. Also, Micha, es geht los. Bleib auf den Schienen. Peinlich. Einfach mal geradeaus erstmal. Oh Gott, nicht so schnell. Hier, du kleine Hure, was soll denn das? bitte keine Kraftausdrücke, ja? Kraftausdrücke, Power. Das ist YouTube! Kraftausdrücke, Power, Alter. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen, aber nein. Es könnte sein, dass wir unerwarteten Besuch kriegen. Kann und ich schießen, halt? Alter? What the hell is going on? Ja, gerade... What the hell? Scheiße. Marvin, haben wir den Checkpoint verpasst? Nein, nochmal. Weiter, weiter. Ja gut, das hättest du eh packen können. Ja, ist cool, was ist denn jetzt los? Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Was? Henry? Was? Ja, ich war kurz weg. Wir sind in den Zug gespawnt. Lehn mich mal nach vorne. Sief. Alter. Wieso sind wir eigentlich so weit hinten? Weil der Zug uns zweimal überfahren hat. Na gut, das passiert dann. Oh, du fährst. Du fährst richtig. Alle mir nach! Oh, du bist richtig peinlich, Alter, immer deine Fresse. So ist er. Ich kann ja auch verlieren, wenn du das möchtest, Marvin. Dein ganzes Leben ist. Verloren. Verloren. Danke. Ja, sorry, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Micha, wir links, links, haben links. Eine eigene Wohnung. Wo sind die Wände nass? Wer hat die gestrichen? Ich. Alter, meine Wände sind trocken, ja? Halt die Fresse. Michael, das ist übrigens gar nicht mehr eventuell so lange hin mit der Wohnung, ne? Also bei was mir. Was meinst du? Ja, Pläne. Sief. Hör auf, Sief zu sagen! Alter, kommst du schon wieder so fucking. Na, dann fahr drin vorbei, Alter! Ja, ging ja eben auch nicht. Du kannst auch an dem scheiß Zug drin vorbeilenken, Alter! Yo, fahr du mal an, so das Ding ist vorbei. Ja, gerne. Steigen wir um. Kommt er schon wieder. Ich will wieder kotzen. Alter. Marvin? Ah, dieser Scheißboden. Der Kontrollpunkt ist erst hinten am Tunnel. Ja, weil ich geb mir Mühe, auf den Schienen zu fahren. Ist okay. Rechte oder linke Spur? Rechte. Da vorne jetzt auch rechts. Alles klar. Immer auf den Schienen lang. Dominik, es gibt schlechte Neuigkeiten für dich. Boom, was ist los? Dein Fernseher ist zu laut. Ein bisschen. Oh, Moment, mach ich leiser gleich. Na Kinder, was ist das für ein Radiosender?
Rechts, ne? Geradeaus, geradeaus. Alles klar. Immer auf der Schiene bleiben. Ich hab's gerade gesehen. Geil. Ich hab mich gerade gewundert, hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, ich wollte den Radiosender wechseln. Das geht mit den Pfeiltasten. Also ich sag mal nichts. Dominik? Ja? Im Fernseher? So. Echt zu laut, Alter. Sorry, ich kann gerade nicht leiser machen. Marvin, du spielst... Alter. Du spielst mit einem gefährlichen, riskanten Punkt, gell? Okay, ich lass das jetzt mal. Also, ich mach das jetzt nur noch richtig. Alter. Wir müssen ein bisschen lauter reden, weil, ja. Hört sich zwar scheiße an, ist aber GEMA. Sag mir bitte, da ist kein Checkpoint im Zug. Doch, hat sie erwischt. Einfach weiterfahren. Da kommt ein Zug, Dominik, da kommt ein Zug. Choo-choo, motherfuckers! Dieses Motorrad ist echt langsam. Das kommt dir nur so vor, wegen den Schienen. Ah, ich trinke mal einen Schluck Eistee. Niederrhein, Gold, Marke, 50 Euro. Sief. Was ein Spaß. Nein, geben uns die 25. So. Ja, ihr seid schon mega weit vorne, habe ich das Gefühl. Nö, das so weit gar nicht. Nö. Zwei Checkpoints. Dass die Checkpoints gefühlte 300 Kilometer auseinander sind, weißt du. Ja, aber ich sehe euch ja schon da vorne. Fuck, wo geht's jetzt lang? Also fährt Dominik gar nicht mehr so schlecht, will ich mal sagen. So. Ich sehe keinen Zug, also Sief. Was man immer Sief sagen muss, Alter. Marvin, denk dran. Jetzt ja, brauche ich dich. Ich guck gerade. Pass auf, da vorne geht jetzt rechts ab. Da musst du jetzt gleich langfahren auf den Schienen. Warte. Jetzt, ja. Sehr gut. Dominik, falsch! Wir hätten über die Brücke gemusst. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Aber noch ist nichts verloren. Welche Brücke? Die Eisenbahnbrücke oder seid ihr auf der Highwaybrücke gerade? Nee, wir sind auf der Eisenbahnbrücke falsch abgebogen, quasi. Cool. Nicht cool. Ihr braucht eigentlich gar kein Gas mehr geben. Doch, weil Sief. Weil wir kommen ja trotzdem immer noch ins Ziel. Nein! Ja. Das war euer Tod, Alter. Ohne Witz. Das war euer. Naja. Ey, gib Gas, Mann, gib Gas. Dominik, gib Gas, Alter. Fuck. So nah? Fuck, ich kann nicht schießen. Ey, Junge, was hast du für eine Scheiße gemacht? Ich bin versehentlich vor Zaun gefahren. Ja, sehr, ey, du warst doch bestimmt wieder an deiner Möhre am Knabbern. Das ist echt so. Nein, sonst könnte ich jetzt nicht so herzhaft lachen. Hast du dir bestimmt in die Backentasche gestoppt, ey. Besser? Mit dem Fernseher? Ja. Ich hab's nämlich das Mikro ausgemacht, das... Ach so. Ja, jetzt geht's aber. Ich trinke erstmal im Hintergrund ein Pisswasser. Läuft bei dir. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben eigentlich... wir könnten noch was machen. Deathmatch. Ja, Überlebenskampf ist irgendwie viel zu lange, leider. Ja, das ist. Wie wär's mit einem Last Team Standing? Oh ja, gerne.
Ich hoffe, ich komme mit Dominik ins Team. Ich hoffe, ich komme mit Marvin ins Team. Geh mal weg, Alter. Ihr unterschätzt die Macht. Ich halte meine Familie, Kase! Ja, jetzt brauchst du auch nicht mal ankommen, mein Freund. Oh. Ich gehe mit Dominik in ein Team, weil... Jo. Weg. Dominik macht nicht mehr. Jetzt hört nur auf, die Leute denken, ich bin... Du kommst noch rüber wie die Crew-Schlampe. Außerdem. War er das nicht? Maul. So ein Spast. Also ich dachte schon nach der Nacht so. Nein. Okay, Henry, wir machen das Ding. Du wirst es. Euch richtig. Pass okay, auf. Jetzt haben wir 3 Teams. LOL. Also von daher haben wir gar keine mal so schlechte Chance. Was ist denn jetzt los? Ey, das ist nicht fair, Leute. Genau. Okay, das ist aber fair. Los, hey. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Alter, was machst du denn? Ich hab dich los, connected. Los, Feuer, los, auf. Och, Mann. Feuer. Nein. Ich wollte jetzt nur fortfahren drücken. Es müssen ja, warte mal jetzt. Teams sein, ne? Ernsthaft? Ich glaube schon. Das ist 3 Team. Ja. Ja. Scheiße, wo? Micha, wo bist denn du? Ich hab Disconnect. Och, ich bin auf B gekommen statt A. Ja, dann können wir gleich nochmal disconnecten. Wollen wir Cut hier reinmachen? Nö. Ich cutte eh nicht. Ah, oh, der höre ich, ne? Cut-Mensch, Alter. Der höre ich. Na, weißt du. Der höre ich die Schnitte, ey. Tut schon alles wieder weh. Wir könnten ja mal eine schöne Runde golfen. Golfen? Ja, aber dafür reicht die Zeit nicht mehr. Eben. Wir könnten noch einem. Ja, ich weiß noch, was wir machen könnten. Nein, ich hol dir keinen runter. Das können wir in-game auch machen. Wir könnten mal uns in meinem Apartment treffen. Der läuft bei uns dauernd in unsere Apartments. Das ist schlecht. Nein, du kannst halt nicht. Du kannst auch, Henry, wenn du in deinem Apartment bist, kannst du uns zu deinem Apartment einladen. So. Ja. Ja, dann machen wir das jetzt zum Abschluss, irgendwie. Wie lange ist es denn noch? Na, 5 Minuten, ja. Auch wenn ihr nicht in meiner Sitzung seid, ja, ne? Jo. Theoretisch. Würde eigentlich gehen. Ja, ich glaube auch. Jetzt hat sich meine Xbox aufgehangen. Lol, 2 Xbox-Hänger in einer Sekunde. Was ist denn heute los, Sitzung, ey? Dann dürfen wir uns dann wieder anhören. Xbox ist scheiße, heute PS3. Ja. Aber nein. Das liegt überhaupt nicht an der Xbox. Das liegt an, an dem Spieler, das ist viel zu groß. Okay, das stimmt nicht. Xbox ist cool, ja? Stempeln wir jetzt einfach mal so ab. Und du bist schuld! Michael, lass sowas. Dominik. Komm, das war ein guter Reim. Dominik, Sonntag, ne? Ja, kein Ding. Ich bezahl dir auch was dafür, Alter. Mit Video. Ich möchte aber auch ein bisschen. So kann ich denn jetzt... Also Dominik, ich an deiner Stelle würde dir jetzt Profit rausschlagen und sagen, umso höher der Einsatz, umso besser der Schlag. Nein, das mache ich aus freiem Wille. Wie kann ich dich denn jetzt im Apartment einladen? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, wenn ich das wüsste. Ich würde sagen, schlagen 20 Euro und treten 50 Euro und schlag in die Runde. Man merkt, dass du ein bisschen zu viel bei der Bank of Habo gearbeitet hast. Oh, ernsthaft? Kommt das jetzt wirklich hier rein? Nee, Alter, nee. Verbannen wir einfach. Das wird rausgepiept, weißt du? Sowas piepen wir raus. So. Okay, ich kann nicht die anderen. Ist aber auch egal. Krager94 ist online. Lad mal zur Sitzung ein. Scheiße, ich hab Kopfgeld, Mann. Ja, warte. Warte. PO2 Gamer, Spielerkarte. Ja. Schneller. Ja. Bitte. Schneller. Bitte. Dankeschön. Bitte. Schnell bitte. Oh, Mann. Ja, eine chaotische Sitzung, wieder ein Xbox-Aufhänger, war wieder lustig heute, lustig, will ich mal sagen. Ich kann, meine Garage habe ich noch gar nicht gezeigt. Also wie gesagt, das ist das Apartment hier, ganz schick, das Weasel Plaza. Kann man machen. Die anderen Spasten wohnen ja auch hier. Hey. In welchem Stockwerk wohnst du?
keine Ahnung, 101, 102, 105. Ernsthaft, hast du dir das ganz oben gekauft? Das ist ja die Aussicht voll scheiße. In Apartment 70 ist viel besser die Aussicht, da kannst du aufs Meer gucken. Also ich sehe alles. Ja, aber das ist scheißegal. Eigentlich schon. Auf dem Fenster vorne kannst du in Apartment 70 aufs Meer gucken. Und im Apartment 101 geht das, glaube ich, nur aus dem Seitenfenster und das ist voll scheiße. Keine Ahnung. Also es funktioniert auf jeden Fall. Hier fehlt ein Auto. Achso, das steht draußen, okay. Ja, hier haben wir ein Motorrad, da haben wir noch ein Motorrad, hier haben wir diese kostenlose Karre, die total scheiße ist, wie alle sagen, aber sie eigentlich nicht ist. Der Energy, der scheiße. Der ist nicht scheiße, Alter. Du hast einfach ein Problem mit dir selbst. So. Das ist schon klar. Alle sagen, der ist scheiße, ne? Und dann haben wir die Probleme. Ja. Dann hast doch eher du das Problem. Nein, ich habe kein Problem. Nie. Du hast das Problem, dass du nicht dieselben Probleme hast wie wir, wenn du verstehst, was das Problem ist. Ich verstehe nur Preisvergleich. Automobile24 oder irgendwas. Mobil. Keine Ahnung, mobile.de. Mobile.de. Ganz ehrlich. Wir sollten oben rechts Dauerwerbesendung einblenden. Dauerwerbesendung. Jo. Habt ihr noch was ihr loswerden wollt? So Bank of Habbo oder. Das wird auch rausgepickt. Carglass.de. Wir machen so viel Fremdwerbung, da kann man die Scheiße auch drin lassen. Carglass repariert, Carglass Tauschhaus. Deitebacher Müsli. Wolschkalle, du musst mal die Deitebacher Müsli probieren. Das ist genauso übersteuert wie in der Werbung, du kannst das echt gut imitieren. Du übersteuerst das Steuers auch die ganze Zeit, mein Freund. Nein, übersteuere ich nicht. Paul, jetzt Ruhe. Das tue ich gar nicht. Zumindest nicht im Aussteuerungsmesser. Der Bob hat gesprochen, er sollte die Fresse. So, ich habe hier noch ein Pisswasser-LKW. Oh, erstmal Pisswasser trinken, das wär's jetzt. Das wär's Rockstar jetzt. Rockstar war ja wirklich so geil. Die haben ja wirklich einen Kasten Pisswasser an einen glücklichen Spieler verschickt. LOL. Aber nicht im Let's Play. LOL. Ein Kasten Pisswasser, Alter. Stell dir das mal vor. Sollen wir jetzt auch ins Apartment kommen, oder was? Nö, also Folge ist jetzt eh vorbei. Also wir brauchen noch nur 3 Folgen, das heißt, es ist jetzt die letzte der Aufnahmesession. Nur damit ihr mal einen Einblick habt. Ja, nee. Noch eine machen. Ja, nee. Ja. Wir werden sehen. Das war's jetzt erstmal für diese Folge. Das war's wieder mal von dieser wunderschönen Folge. Sief. Grand Theft Auto Online. Wunderschön, Mann, die war voll verschissen, Alter, am Ende. Das stimmt. Mit dem Creator 94, dem BO2 Gamer, dem Stort 48 und dem Sport. Geistes behinderten Pentagon 123. Sieft. Da geb ich dir so recht, Alter. Such mal hier die Larissa aus dem Dschungelcamp, Alter. Die meint ja, die hat hier Fähigkeiten, Psychiater zu sein. Die meint, die hat Fähigkeiten. Ja, ernsthaft. Skills. Schönes Endthema. Bis dahin. Tschüss mit Öl. Tschüss mit Öl, Motherfuckers.